Hallo zurück bei Ground Control 2 auf Chess Games mit dem Eve. Wir waren letztes Mal stehen geblieben, eine riesige Satellitenschüssel einzunehmen. Und das werden wir jetzt auch tun, da ich mir einen Plan gemacht habe. Wir werden einfach die Landezone einnehmen. Das dürfte nicht so schwer sein. Kommt hier jetzt noch irgendwas? Du heilst einfach mal den. Und weil hier dich. Hallo? Ja, danke. Wenigstens etwas. Wie wär's, wenn mir. Ja, danke. So, die sind einfach alle beschäftigt. Wo war ich denn überhaupt? Oh, hab ich schon eingenommen? Ach nee, hab ich. Ah, cool, ich habe jetzt schon beide Seiten. Ich dachte, ich hätte nur eine. Ja, bitte. So, und jetzt werde ich einfach hier rein so eine Drohne setzen. Wie kostet die denn? Oh. Die kostet. Ja. Nee, der stand da doch gerade. Deckung, wir werden angegriffen. Da steht's doch. Was ist es denn? Tausend. Nee, hier, das will ich haben. 2500, ja gut, das. Hier. Vielleicht hätte ich erstmal einen Schuss, so ein Dings reinschicken sollen. So. Wenn das jetzt so läuft, wie ich es geplant habe, werden die da rein und die haben dadurch, dass die mich die ganze. Euer Ernst? Niemand? Oh, doch, jetzt schon. Gut. Okay. Interessant. Aber. Ich glaube, ich schaffe erstmal die Landezone zu halten. Was ist denn das heute? Warum hängt das denn? Ich hab doch noch genug Speicher. So, wusste ich doch. So, jetzt muss ich noch schnell von hier aus ein paar Truppen. Ah nee, ich muss das hier einfach nur einnehmen. Ah nee, ich kann ja auch einfach von der Landezone wieder was nehmen. Ich hoffe, das hört jetzt gleich nochmal auf. So, jetzt nehme ich hier mir einfach mal. Zwei davon, ein davon, noch ein davon und setze sie ein. Wir stürzen uns ins Gefecht. Gut, und beeilt euch ein bisschen. Euch werde ich dann eher ein bisschen strategisch erstmal aufstellen, falls jetzt gleich noch Leute kommen. Befehle bestätigt. Ah! Oder so. Ja, natürlich. Auf dem Weg zurück zur Basis. Ihr beide verschmelzt. Sofort. Ihr haltet hier die Stellung. Ja. Das hat aber sehr gut geklappt eigentlich. Du kommst hier in die Mitte. Lädst es wieder aus, so ist gut. Du müsst. Ist, ja, die hier hinstellen. Das müsste jetzt so ein Zerstörerzug sein. Du machst auf den. Du bist auch ein Heiler. Und ihr geht jetzt erstmal alle dahin, um geheilt zu werden. Na, wenigstens machen die, macht das jetzt von alleine. Vielleicht habe ich schon zu viele Truppen auf dem Feld oder so. Ich habe, weiß, obwohl jetzt hat sie aufgehört, so ungefähr. Ich glaube, das genau gleiche mache ich jetzt nochmal da drüben. Wo ist denn da drüben überhaupt? Ich besitze jetzt alle Landezonen? Ist jetzt mal frech von mir. Ich denke, wir werden jetzt mal kurz was einnehmen gehen. Der fährt einfach mal dahin. Hier, geh mal dahin. Das gibt's doch nicht. Das war voll einfach.
Und du feuerst einfach mit dem Netz. Gut. Vielleicht, wenn es aufhören würde zu regnen. Was ist das denn eigentlich? Ach, die wachen noch. Mach mal ein bisschen hinne. Oh, na dann. Oh mein Gott. Ja. Ich überlege gerade, ob ich einfach hier jetzt die beiden ausschalte. Mach ich, komm. Hier weg. Die greifen ja sowieso nicht zurück an. Und ich glaube, ich kann die sowieso jetzt nicht einnehmen, solange die da stehen. Wenigstens sind die nicht so schlecht. Oh mein Gott, einer ist gestorben und jetzt bemerken sie erst, dass sie beschossen werden. Die Frage ist, wer zuerst stirbt. Ach, das ist sowas wie Gift. Bloß besser. Dankeschön. Kannst du dich selbst heilen, wenn du auf Operaturmodus bist? So. Wann habe ich denn bitte die andere Box? Scanne das Nyvester-System. Na dann. Scan abgeschlossen. Oh, Scheiß. Das werden Sie niemals glauben. Erzählen Sie es mir später. Bringen Sie ein paar Kobalt-Sprengsätze an und verschwinden Sie. Wir sprengen die gesamte Anlage in die Luft, damit die Terraner das Clanschiff nicht verfolgen, wenn wir verschwinden. Okay. Hallo? Hallo? Achso, ich hab gewonnen, bitte. Na bitte, geht doch. Oh. Exodus 1 an Morningstar Prime, ich hab den versprochenen Scan. Die Handelsgilde hatte recht, eine Armada des Imperiums bewegt sich auf Morningstar zu. General Warhurst muss informiert werden. Meine Güte. Ich hab noch nie so viele Schiffe gesehen. Die werden uns massakrieren. Bevor die da sind, bin ich mit der Astrid da. Versprochen. Noch eins. Es ist etwas passiert. Lieutenant Lacroix. Sie ist tot. Nicht Michelle. Was ist passiert? Sie... Irgendjemand hat sie in ihrem Quartier getötet. Im Schlaf. Innerhalb der Kaserne. Wir sind nirgendwo mehr sicher. Alice, wir verschwinden hier gleich Richtung Nephilim 317 und können uns wegen der Störungen durch die Nebelwolke für ein paar Tage nicht melden. Bereite alles für die Evakuierung vor. Halte den Laden noch ein bisschen...